Hallo, willkommen zurück zu Telania. Wo fährst du hin? Willkommen zurück. Das fragst du mich im Part und nicht. Ich weiß nicht, vielleicht fahren wir auch nirgendwo hin. Aber so, die Chance besteht, bis sie nicht mehr besteht. Das ist eine sehr seltsame Logik. Und wenn, dann würden wir zum Flughafen fahren. Wo fliegt er denn hin? Nirgendwo. Es geht nur darum, machen wir eine Überraschungsabholung oder nicht? Ach so. Wer kommt denn vom Flughafen zurück? Meine Mutter und meine Schwester. Ah. Und mit wem genau machst du Überraschungsabholung? Ja, mit meinem Stiefvater, Dennis. Ah. Wir sind nur zu viert in München, das musst du dir langsam merken können. Die beiden waren in Paris. Aha. Wahrscheinlich weißt du es nicht, ich hab's erst auch nicht gewusst. Aber es sind schon Schulferien. Ja, ja, sind's, wieso? Ja, um ehrlich zu sein, am 29.07. habe ich es noch nicht gecheckt. Ich weiß, dass etwas nach meinem Geburtstag Ferien sind. Sommerferien. Kann ich mir immer gut dran erinnern. Ja, sobald August ist, das ist dann noch irgendwie leicht zu merken. Aber wenn es jetzt schon wieder im Juli anfängt, da bin ich dann immer irritiert. Naja, ist ja auch egal. Ich fliege auch bald. Es ist nicht mehr lange hin. Eigentlich noch exakt 2 Wochen. Dann gehe ich noch einmal schlafen und stehe auf zum Flughafen. Fliegst weg. Au! Mein Gott, man hat er mich auch noch angeschossen, der Sack. Gut. Ah, jetzt sollte ich genug Schromit haben für meine finsteren Pläne. Ja. Okay, jetzt habe ich diese Schromit-Schuhe. Gut, gut. Die muss ich jetzt mit einem Spectre Necklace kombinieren. Okay, gucken wir mal, ob wir das haben. Oder muss man das auch craften? Schauen wir mal. Mit Spectre Bahn. Oh. Das ist jetzt ein Problem, weil du hast alles für dich beansprucht. Kann man das Sniper Scope noch weiter upgraden? Schauen wir mal. Also, dann könnte ich vielleicht versuchen, mir das wieder zu farmen. Sniper. Muss ich wieder den Filter auf alles stellen. Ne, das kann man nicht mehr weiter upgraden, okay. Und hast Spaß da unten? Ja, also ich stehe dumm rum und töte Sachen, aber es ist no rare creatures nearby, Dennis. Okay. Aber sie sollen auf Surface auch spawnen, hieß es. Ja, absolut. Bei der einen Map konnte man ja sogar Himmel sehen. Wollte ich sagen. Ja, hier sind halt gerade zu viele andere Gegner am Weg und ich töte sie ja auch nicht aktiv. Ja, das ist ein bisschen doof. Hast du Wasserkerzen aufgestellt oder? Nein, Dennis. Ich hab dich doch darum gebeten. Ja, warum weiß ich denn das mal? Cappy, deine Cappy reicht. Warum zur Hölle geht mein Enterhaken eigentlich ab und zu weg? Was ist doch nicht. Ich drück ja schließlich nicht. Was du mit dem Enterhaken immer machst. Das gibt überhaupt keinen Sinn. Jetzt frage ich mich gerade, ist das in der Dungeon Chest oder wo ist das drinne? Ah ja. Ich würde fast sagen, das kommt in eine andere Truhe. Hier rein. Aber nur noch ein einziges. Ja. Mein Inventar ist so fucking voll, weg mit dem ganzen Zeug. Das ist die Pilze-Truhe, da müssen die Pilze rein. Oh, ich habe grüne Puzzle-Fragmente, ob ich die hier bekomme. Von dem Vogel. Ah, vielleicht eine Boss-Spawner-Truhe. Da habe ich wahrscheinlich die anderen Fragmente auch schon drin, oder? Sag mal, Dennis, hast du schon mal alle deine Google-Kontodaten runtergeladen? Warum sollte ich das denn tun? Na, so Interesse halber, was die da so haben. Ich bin gerade in so einem Thread, wo ein Haufen Leute herausfinden, was da alles an Zeug drin ist. Und ich denke mir immer nur, okay, lass mich mal gucken. Zum Beispiel Audiodateien steht bei mir, ist nichts da. Hat noch nie Audio aufgenommen. Schön. Bei anderen Leuten, oh mein Gott, er hat das und das. Oder, ja, meine Anwesenheiten. Ich kann auf Google Maps sehen, ich war dort und dort. Ja, einer hat geschrieben, das ist er wusste doch, er war damals betrunken im McDonald's. Und seine Freunde sagten ihm, er ist einfach nur in der Wiese gelegt.
Jetzt kann das beweisen. Ja, ich habe das deaktiviert, also Google trackt bei mir nicht über GPS. Man kann viele Sachen auch einfach deaktivieren. Naja. Grüne Puzzlefragmente. Kriegt man den Purple? Ach, den Vogel habe ich noch nie gesehen. Nightwalker. Oh. The Spirit is back. Ja, der kommt vielleicht erst später. Irgendwann haben wir ein Puzzle zusammen. Eine Runde puzzeln. Hä? Willst du etwa ein Puzzle machen? Ja, ich sammle doch Puzzleteile. Ja, jetzt bin ich verwirrt. Das einzige Puzzle, für das du dich interessierst, ist das Millennium Puzzle. Oder nicht? Ah, naja. Alter, diese Armor-Kiste ist schon komplett voll. Ich mach noch eine. Amore 3. Kommt jetzt der Helm rein und dieser Helm. Alter, warum habe ich so viele Restoration Potions? Sind doch alle scheiße. Aber man kann die mit H nehmen. Weil sie zumindest essen. Schon wieder 5 Gold, der Text Collector. So, das hier kann ich dann damit kombinieren. Ja, 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 okay. Dann behalte ich die mal im Inventar, stell die so hin, den stelle ich da hin. Oder den packe ich vielleicht in eine Truhe erstmal. Und das kommt hier hin. Ehrlich gesagt bin ich leicht skeptisch, ob die wirklich auf der Höhe spawnen. Ja, ich weiß nicht. Wie wär's denn dann damit? Das tat weh. Ich meine, ich weiß nicht. Steht auf der Wiki noch irgendwas besondere Informationen oder sowas? Um auf Surface zu spawnen, brauchen sie eine Hintergrundwand. Das hast du von der Wiki, okay. Ja, Original Terraria Wiki. Warum buddeln wir eigentlich hier runter, wenn da rechts schon ein Gang bis in die Hölle führt? Weiß ich nicht. Jetzt sind wir auf Underground. Ja gut, willst du dann hier anfangen? Ich will einfach total ausrasten. Dann raste aus. Ich sag dir, wenn Creatures nearby sind. Aber bisher ist da noch nichts rare. Da wünsche ich mir fast eine schnelle Spritzfacke. Können wir eine schnellere bauen? Fragst du den falschen? Das Ding mit Schromid ist doch relativ schnell, oder? Ist das das schnellste, woran wir jetzt kommen? Ach so, das, ja, kann sein. Vanilla jedenfalls, ich kenne mich mit dem auch nicht aus. Okay, was ist denn mit Magmonium? Was für ein Speed sagt denn der? Oh mein Gott, hat er einen Speed? Alles hat einen Speed. Oder kann ja, ich glaube, es waren 200%, aber lass mich kurz gucken. Nein, das Speed ist nicht die Prozent. Speed ist was anderes. Ach so, sorry. Tut mir übrigens leid, im Wiki hat Max keine Seite. Du müsstest also ihn gern gucken. Und schau am besten gleich auf die Drill. Wir bauen eh nur die Drill. So, Pickaxe-Bereich. Keine Sneepers generell. Kann ich euch... ich kann euch nach Pick Power oder Rarität sortieren, nicht nach Geschwindigkeit. Wie schnell ist denn die Fast Speed? Die ist very fast speed. Die ist auch very fast speed. Arxide. Die ist fast speed. Die ist very fast. Also der Mark Will ist auch very fast speed. Xar sagt auch very fast speed. Okay, gut. Was sagt denn das Ding, das ich gerade benutze? Fast.
Also manchmal würde ich mir einfach wünschen, dass ich es genauer sehen kann. Ich will einfach wissen, wie schnell. Fast. Ja, very fast, aber wie schnell? Warte mal, wie heißt die Mining-Rüste? Die war luxurious. Lux. Brauche ich nur, um sich zu bauen. Brauche Evershining Bahn. Oh, ja, okay, ganz okay, das zu vergessen, brauchen wir noch mehr Ektoplasma, Alter. Postplantera Crafting Material. Oh, oh, ach so, ja, toll. Ektoplasma. Ja, danke. Wir brauchen ja förmlich eine Armee von dem Scheiß. Dann brauchst du auch 120 Stück. Oh Gott. Ja, so ist das Leben. Ektoplasma Farm könnte man jetzt gerade mal googeln, ey. Gibt's bestimmt auch eine AFK-Farm-Methode. Auch wenn die Gegner da so stark sind. Barren? Barren? Bin ich blind oder sind ja keine Chlorophyt-Barren mehr drin? Anscheinend habe ich die alle vercraftet, okay. Tut mir leid. Wie viel brauche ich dafür? Muss ich das Item wieder finden? Spitzhacken. Beziehungsweise Tools generell eigentlich. Sortier die mir bitte nach Pick Power oder so. Da Pickaxes. Da der da. 18. Da brauche ich 18 Chlorophytbahn. Chlorophyt ist alle. Hast du schon bis zur Hölle runter die Dinge abgegrast? Nein, das nicht. Ich meine nur das Chlorophyt, was wir oben drin haben, ist alle. Dann würde ich wetten, dass das mindestens 200 Ore sind, bis du an der Hölle angekommen bist. Also okay. Los. Dann hole ich mir mal ein Stack Matt. Brauchen wieder Matsch. Ich habe keinen Reagrieschern hierbei. Was machst du da eigentlich? Stehst du einfach nur rum oder baust du weiter? Ja. Ne, ich stehe nur. Warum stehst du denn noch rum? Ja, weil no rare creature nearby ist. Ja, aber mach doch was! Du musst jetzt nicht die ganze AFK warten! Aus ja, größer, okay. Keine Ahnung, mach ja, was! Ja, ich baue wahrscheinlich gleich größer. Gleich, jeden Moment. Nur noch eine Frage der Zeit. Ein Gabarro, bist du denn immer so faul? Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, Mann, da kann ich jetzt auch mal faul sein. Nein. Doch. Aber glaubst du, ich nicht, oder was? Ja, ich ging davon aus. Ja, da liegst aber, du da liegst aber sehr falsch. Das Schlimme ist, dass du dank deinem Fahrtweg sogar länger weg bist als ich, obwohl ich länger in der Arbeit war. Weißt, bei mir ist das so nah, ich gehe mittags sogar während der Mittagspause nach Hause. Läuft bei dir. Ja, absolut. Da hat man eine Kantine und dann hat sie nur Schrott. Ja, das ist normal. Mal, ja, vielen Leuten scheint es ja zu schmecken. Ja, Großbildungswerk hat er auch öfter Schrott. Okay. Also, wie gesagt, morgen gibt's Cannelloni. Und diese Woche war ich sogar zweimal in der Kantine mit morgen. Aber zumindest gab's immer, Semmeln. Noch gab's Schnitzel. Du kaufst Semmeln, was? Was nicht kaufen? Warum ist es verkaufen? Warte, was sagst du? Du kochst Semmeln. Hä? Ich hab doch nicht kochen gesagt. Mein Gott, dann, Mann. Wiederhol nochmal den Satz. Ich hab das Wort von Semmeln nicht verstanden. Ich hab gesagt, zumindest gab es immer Semmeln. Achso. Und die hast du dann gegessen dort? Ja. Mit was drauf? Ja, Semmel als Semmel. Mit nichts drauf. Das könnte ich nicht. Ich hatte heute zum Mittagessen eine Mohnsemmel, die ich mir in der Frühstückskantine gekauft habe. Was zur Hölle greift mich hier an? Was zur Hölle? Die eine Hälfte mit Butter Honig und die andere Hälfte mit Nutella. Ein Magnium Keeper, okay, das ist mein Gegner. Ey, du, den höre ich zum ersten Mal. Ich bin auch sehr pilzig. Da ist irgend so Pilzgegner. Ach so, ja, dann ist er uninteressant. Ah, oder? Ist das Huhnbahn?
Unwahr? Ist aber nicht sehr stark, die Rüstung. Dieser Diamond Beam, der ist stark. 322 Magic Damage. Hast du gehört? Wo was? Ja, 322 Magic Damage. Das ist, glaube ich, etwas, was du jetzt noch nicht bauen kannst. Muss ich dich enttäuschen. Warte. Ah ja, ich brauche Lapis Lazuli. Siehst du? Das ist das Einzige, was fehlt eigentlich. Runenbahn habe ich ja jetzt gedroppt bekommen, auch wenn nicht genug. Gloomstone haben wir. Aber ich glaube nicht 15 davon, oder? Diamanten haben wir. Also naja. Ich frage mich, warum der... Hat der was mit Pilzen zu tun? Das sieht so ein bisschen so aus, als hätte was mit Pilzen zu tun. Das ist ein Magium Keeper. Oh, Diamanten hat er anscheinend auch gedroppt. Geh bitte weg, Pickron. Ich habe keinen Bock zu sterben. Ja, danke für den Bacon. Oh, ich kann aber Restoration Potions wirklich essen anscheinend. Das ist gut, dann esse ich die halt einfach weg. Aber da brauche ich ja nicht meine Mega Healing Potions. Brauche ich wann anders. Da ploppt einfach die Fackel ab. Wird nicht lang gefackelt, wie ich sehe. Ah, es ist schön, dass ein Erz einfach wachsen kann. Ist so, wenn man es so sieht, das simpelste zu farmen der Erz. Nichts anderes, Specs einfach. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ist gerade nicht wirklich präsent, kann das sein? Nein, hier ist überall Loot und ich sammle ihn nicht ein. Ja, warum denn nicht? Warum stehst du denn nur faul rum? Ich kann mit einer Hand nur die Maus bedienen. Ja, warum spielst du denn nur mit einer Hand? Was machst du denn? Ich surfe. Ebenfalls mit der gleichen Hand. Die andere Hand ist einfach zu weit weg von der Tastatur. Auf zu surfen, Mann. Meine Sitzposition entsprechend ist. Ja, dann sitze ich aber gescheit hin. Nee, ich brauche eine Couch als Gamer-Chair. Das ist, glaube ich, nicht gut wie mit Rücken, aber okay. Hä? Na, wen interessiert denn der Rücken? Gehst du dich extra zu einem Rückentraining? Ach so. Nee, eigentlich nicht. Ja, ist das Kiesertraining das nicht? Nein, das ist für alles. Nicht nur Rücken. Ja, aber ist Teil davon. Ja, das stimmt grundsätzlich schon. Mein Gott, können diese fetten Fledermäuse sich bitte mal verpissen? Vor allem dieser Magier da. Gehen dann auch richtig auf den Sack. Könnt ihr bitte aufhören, in der Wand rumzufliegen? Was für komische Gegner seid ihr eigentlich? Ihr wollt einen Boss nachmachen und fliegt deswegen in der Wand. Wusstest du, dass morgen Freitag ist? Ja und? Das heißt, dass übermorgen Wochenende ist. Und? Ist dir auch schon mal aufgefallen, dass du dich donnerstags am meisten aufs Wochenende freust und wenn Wochenende ist, bist du gar nicht so froh? Dann chillst du einfach vor dich hin. Was laberst du? Keine Ahnung, ich hab's nur gerade gelesen und ich dachte mir, ja, da könnte was Wahres dran sein. Wenn du meinst. Was machst du da unten eigentlich? Ja! Chloro! Und Uete! Chloroüte. Chloroüte?
Was ist los bei dir, Dennis? Ja, Klo. Du sprichst in Rätseln. Spreche nicht in Rätseln. Ist alles verständlich. Zuschauer haben es verstanden. Du sprichst in Rätseln. Nein, ich kenne deine Klotüte nicht, Dennis. In Rätseln. Ich hab doch nicht Tüte gesagt. Au! Naja, aber sowas Ähnliches kann man schon mal verwechseln. Was soll das? Eine Klotüte? Tüte, Dennis, Tüte. Tüte. Außerdem musst du das wissen. Du hast es ja gesagt. Nein, du hast es gesagt. Nein, niemals. Doch, du hast es doch, gesagt. Doch. Nein, niemals. Doch. Du hast es gesagt. Ja, doch. No rare creatures nearby, Dennis. Ja, mach halt was. Vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, aber ich grabe gerade schon den zweiten Gang. Ah, okay. Dann sei es dir vergönnt, denke ich mal. Ja, ich sitze jetzt auch wieder ganz normal auf dem Stuhl. Also. So wie eine Schildkröte eben sitzt. Sag mal, bist du eine Schildkröte? Naja. Ich sitze jedenfalls nicht mal ansatzweise gerade. Ist so anstrengend. Warum ist es bequem, falsch zu sitzen? Das ist irgendwie eine komische Logik. Ja, eigentlich schon. Es gibt bestimmt Leute, die gewöhnen sich irgendwie dran, gescheit zu sitzen. Ich gehöre nicht dazu. Da, bam. Boah, das war natürlich eine ganz schöne Chlorophyll-Explosion in meinem Face. Ich hoffe, dass du es überlebst. Ja, Chlorophyll kann einen doch nicht umbringen. Ach so. Denkst du, das Chlorophyll, Alter? Mehrere Kubikmeter Stein könnte ich also nicht umbringen. Nein. Da liegt ja was. Ja, das fliegt auf dich zu. Das ist eigentlich eine Pflanze, kein Stein. Aber du baust daraus. Also, es wird doch dann irgendwie Metall. Außerdem steht da nicht Ore dahinter? Es ist eine Pflanze. Bist du dir da sicher? Bin ich mir ziemlich sicher. Hast du mal gegoogelt, was Chlorophyll ist? Nein. Es ist pflanzlich, deswegen wächst es auch. Ach so, und Meteoritenstahl wächst nicht, oder was? Meteoritenstahl? Ja, warum nicht? Was ist Meteoritenstahl? Ja, Meteoritenstahl. Was soll's? Was ist Meteoritenstrahl? Was soll denn die Farbe? Nein, nicht Strahl, denn das ohne eher. Stahl. Ja, was soll das denn sein? Ja, Meteoritenstahl ist Meteoritenstahl, verdammt. Ich verstehe die Frage nicht. Es gibt hier kein Meteoritenstahl. Natürlich gibt's das. Nein. Nein! Absolut. Das wächst sicher nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Es gibt nicht so viele Meteoriten. Ich habe nur mal gelesen, dass die besten Schwerter des Mittelalters waren. Meteoriten? Das macht nicht sehr viel Sinn. Ja, keine Ahnung. Ich habe es nicht erfunden. Nein, das kommt doch nicht mal von der Erde, das Material. Ich weiß ja nicht, ob die Höhlenmenschen damit schon was anfangen konnten. Ja, das ist halt eine Art Metall, Mann. Ja, nee, nicht Höhlenmenschen, Mann. Was glaubst du, wann das Mittelalter war, ey? Mittleren Alters, Dennis. Nicht uralt. Ah, schön. Da gab's doch nur Dinos. Dennis, Kleopatra lebt näher am Zeitalter des iPhones als am Zeitalter der Pyramiden, als die gebaut wurden. Habe ich gestern irgendwo gelesen. Frag mich nicht, ob das Sinn ergibt. Ja, ich nehme an, die macht schnell dran da drüben. Ich meine, okay, macht doch Sinn, oder? Die Pyramiden sind wie alt und Kleopatra war wann? Bei Cäsar, das heißt weniger als 2000 Jahre. Die Pyramiden sind über 4000 alt, oder? Ja, gut, ergibt irgendwo Sinn. Und ich werde jetzt nicht nachgucken, ob ich überhaupt halbwegs recht habe, aber egal. Pi mal Daumen. Genau, Pi mal Daumen. 3,1415296 oder so ähnlich. Und da multiplizierst du mal mit deinem Daumen, viel Spaß. Nun, aber eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn. Er hat es erfunden.
All das Chlorophyll, ich habe 400. 400.000. Ich habe nicht 2000 gesagt. Ja, das war ich. Hast du mich schon gehört? Ja, aber jetzt das... Mit 400.000 darfst du wieder zurückkommen. Das gibt's hier unten aber nicht. Ach, wirklich. Dann farm länger. Da muss ich aber warten. So funktioniert das nicht, Alter. Wenn du lang genug wartest, ist schon genug da. Ich schau nicht dem Gras beim Wachsen zu. Ja, aber warum nicht? Ach, Mann. Hast du eine Rose von Jericho? Von was? Ja, Jericho, Dennis. Von was? Jericho! Von was? Eine Rose von Jericho. Ich google jetzt, ob ich mich da gerade vertan habe oder ob du wirklich bist. Das ist das erste Suchergebnis. Von was? Eine Rose von Jericho, Mann. Oh, ich habe mehr Bahn. Ja, kannst du beim Wachsen zuschauen. Naja, eigentlich wächst aber, warum kann ich dir beim Wachsen zuschauen? Das Ding ist quasi tot, aber nicht tot. Und wenn du es in Wasser legst, dann faltet sie sich halt wieder auseinander. Ja, wow, das ist ja wie lebendes Metall. Ja, pflanzliches Metall, Dennis. Ich brauche mehr Pilze. Wieso das? Ja, weil ich mehr Pilze brauche. Na gut, dass ich ein Pilzbiom gebaut habe, nur für dich. Und versucht Truffle zu fangen, wenn du eh schon dort bist. Warte, ich soll den Truffle fangen? Ja, Truffle, boah. Der heißt doch so. Ich weiß ja nicht, ob der Truffle sich fangen lässt. Ja, beim NPC bin ich mir auch nicht sicher, ehrlich gesagt. Hallo, Mr. Truffelschuffel. Es ist doch einfach Toad in Minecraft. In Minecraft, in Terrarium. Ja, aber es gibt nur einen davon. Und er kann nicht sprechen. Hä? Warum kann der nicht sprechen? Jetzt bin ich sehr verwirrt. Ja, ich dachte, er kann nicht sprechen, aber vielleicht eh nicht. Der Truffel kann doch sprechen. Warum kann er nicht sprechen? Hat er schon mal mit dir geredet? Ja. Hier! Er redet doch, wenn ich ihn anklicke. Ach so. Du meinst, er schreibt dir Textnachrichten. Das ist... So funktioniert Reden in einem Videospiel. Das ist in Pokémon auch genauso. Ah. Immer diese realistischen Spiele. Menschen schreiben sich die ganze Zeit einfach nur Nachrichten, wenn sie voreinander stehen. Und der Hauptcharakter, der antwortet nie. Und trotzdem denken, ja, reagieren die Leute so, als hätte er was gesagt. Ja, das ist... Naja, wenn das in World of Warcraft funktionieren würde. Dass du kein Wort sagst und alle Leute halten dich für super intelligent und redegewandt. Oh wow, was für ein großartiger Einfall von dir wieder. Hab nichts gesagt. Ja, das wäre dann realistisch. Spiele sind so realistisch. Ach warte, den habe ich nicht mehr dabei. Ich nehme den nochmal mit. Wo ist meine Truhe? Da ist es, sorry. Guck mal mit. Jetzt spawnen viel zu viele Gegner, Dennis, und keiner davon interessiert mich. Also da ist auf jeden Fall nichts Rares, wenn ich hier vorbeirase. Aber der Lifeform Analyzer war trotzdem eine gute Idee. Ich laufe jetzt einfach den Tunnel bis zum Dschungel lang. Vielleicht finde ich so schneller was. Das kannst du ja probieren. Naja, man muss ja was spawnen. Und die Frage, ob es richtig gespawnt. No rare creatures nearby, Dennis. No rare creatures nearby. Das wird der letzte Part für heute. Ich schlafe halb ein. Warum das denn? Ich weiß auch nicht. Ich schlafe einfach halb ein. Warum das denn? Ach, geh mal dann. Weil ich halb ein schlafe. Warum denn? Ich kann nicht dafür. Ich schlafe einfach halb ein. Warum denn? Na, es passiert eben. Ich bin aber schon zu lange wach. Das kann doch gar nicht sein. Du bist doch 5000 Jahre früher schlafen als ich. Kannst doch gar nicht so lange wach sein. Es ist fast 9 Uhr. Meine Fresse. Ich weiß auch nicht, wie du überlebst. Irgendwann klappt es halt nicht mehr. Ach, das klappt eigentlich. Nee. Außer du gehörst zu diesen seltenen 0, irgendwas Prozent Menschen, die tatsächlich weniger als 4 Stunden Schlaf brauchen. Ich kann dir sagen, dass Nova schlimmer ist. Und ich habe nicht weniger als 4 Stunden. Wirklich. Dein Wecker klingelt doch schon um 2 Uhr, 4 Uhr und 6 Uhr. Ist doch lächerlich. Was laberst du?
Du hast mal gesagt, du hast so einen bescheuerten Wecker, der alle 2 Stunden klingelt. Was total sinnlos ist. Ich hoffe, du hast das nicht mehr. Oh, warte mal, da stand gerade was, aber nur ganz kurz. Oh, mein Schiff kommt nichts mehr. Ich bin mir zu 100% sicher, dass der Text ganz kurz sich geändert hat. Vielleicht habe ich einfach nur gezwinkert. Wer weiß, wer weiß. Ich möchte ihn nicht bauen, die habe ich schon. Ich möchte weiter Schromitbahn bauen. No rare creatures, ihr beide. No rare creatures. Ja, dann spawnen welche. Ich gehe schneller, wenn ich bis zur Hölle runterfalle und dann muss ich mich nämlich nicht aktiv bewegen und links und rechts könnt ihr ja trotzdem was bauen. Oh, das Ding ist auch noch godly. Okay. Jetzt muss ich mein ganzes Inventar wegstecken. Ja, das Ganze, keine Ausnahmen. Ja, ich hoffe, dass du das tust, dass du dazu in der Lage bist, dass du das schaffst. Ich spawne dich an, ich wünsche dir Glück. Ich, keine Ahnung, was soll ich sonst noch tun? Jetzt habe ich auch noch Items auf dem Weg eingesammelt, was halt ist. Oh ja, irgendwo habe ich vielleicht irgendwas fallen lassen. Was? Du hast Sachen fallen lassen? Das ist aber egal. Nein, eigentlich kann da gar nichts mehr sein, Dennis. Ich bin in der Hölle und da stand die ganze Zeit Nauria Creatures nearby. Was soll das? Ja, wenn du am Fallen bist, dann spawnt auch nichts. Ich bin absolut beleidigt. Ja, du hast mir gerade zugehört. Wie lang ist der Part eigentlich? Part ist 31 Minuten. Aber das ist eine komische Wand. Was denn, die Wand erweckt? Das war keine Absicht. Ich hatte diese Voodoo-Doll in der Hand und da war ein Stück Lava und keine Ahnung. Ja, dann ist sie einfach reingefallen, weil ich mit der Maus geklickt habe. Ich weiß es auch nicht so genau. Was machst du immer für eine Scheiße? Jetzt muss ich da runter. Wer sagt, dass du das musst? Ja, ich sag das. Aber was du wusst? Ey! Mein Gott, Mann. Oh! Was machst denn du hier? Die Frage ist eher, warum du nicht, wo du bist. Ja, so schnell komm ich nicht runter, du Sack. Ja, ich kann nichts dafür, wenn die von alleine stirbt. Das tut sie definitiv nicht. Ich habe extra ein paar Sekunden nicht angegriffen und dann war ich aber die ganze Zeit in ihr und ich wollte nicht sterben, also. Weil die dann zu dem Zeitpunkt schon halb, also 90% tot war, da ist sie so schnell, weißt du? Wir brauchen kein Chain Knife, oder? Und das da auch nicht. Eine Possessed Chestplate, sehr schön. Oh, ich hab die Treasure Bag noch gar nicht eingesammelt. Na egal, wer braucht die schon? Tschüss. Du willst gar nicht gucken, ob du eine gekriegt hast, ohne anwesend zu sein, oder? Ja, habe ich etwa. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaub's auch nicht, aber wer weiß das denn schon. Na gut, ich gehe dann wieder. Okay. Wir müssen immerhin ganz viele Pikachus fangen. Gut, ich muss dann aber wohl sagen, wir werden nicht vergessen. Weiter geht's im nächsten Part. Ciao. Tschüss.